Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, die bösen, die Karawane angreifenden Flusspferde haben wir erledigt. Warten wir lieber erst, bis er richtig in der Kolonie drin ist. Das ist, glaube ich, eine Nummer sicherer. Weil wenn er dann was ablädt, dann lädt er es wenigstens in unserer Kolonie ab. Ah, das ist ein Fleischfresser. Sieht aber extrem cool aus. Also wenn wir uns irgendwann mal Tiere zulegen, die sind teuer. Es ist aber auch verständlich. Die Überlebensrationen können wir verscherbeln. Die Bauteile werden wir mal schön behalten. Das Grimoire werden wir auch behalten. Wir haben sonst echt nichts, was wir verkaufen können. Nein, wir können... von unserer Nahrung ordentlich was abgeben. Das hilft uns immer noch nicht viel weiter. Höchstens wollen wir auf ein paar Bauteile verzichten. Aber wir brauchen 20 Plaststahl. Dann verzichten wir lieber ganz und nehmen so viele Bauteile wie möglich. Alleine schon deshalb, weil wir die noch nicht selber herstellen können. Zumindest nicht zu einer Rate, die halbwegs annehmbar wäre. Du rollst weiter Joints. Gerade mal nachgucken. Ein Stein, aber hier steht nichts von der benötigten Fähigkeit. Sollte jemand zumindest die Flusspferde reinbringen, weil die haben doch eine Menge Fleisch und unglaublich, grenzenloser Forschungsfortschritt. Mechanik. 800 Forschungspunkte, aber die kriegen wir hin.
Und du willst dich uns anschließen. Und zwar zügig. Das zweite Flusspferd. Das wollte ich eigentlich schon länger machen. Erlaube alles, aber nur das Kleiden. Naja, Stammes Kopftuch meinetwegen auch. Egal welcher Qualität. Wir haben tatsächlich eine ganz angemessene Menge Rauchblattjoints inzwischen. Das sollte uns eine ganze Zeit lang über Wasser halten, wenn mal eine Krise eintritt. Überlege, wenn wir erweitern, eventuell so. Wäre vielleicht keine schlechte Angelegenheit. Ja, das wird lange dauern, bis wir da vorankommen, weil da kann sich momentan niemand exklusiv mit beschäftigen und dementsprechend... Oh, naja, passiert. Sonst jemanden nach halbwegs. Ne? Ungern. Ne? Ja, macht's gut. Seid vorsichtig. Bringt beim nächsten Mal wieder Dinosaurier mit. Und natürlich nehmen sie keine imperialen Credits. Das ist ja klar. Und das Feuer muss man sich wirklich sorgen. Einmal kurz pausieren. Also wenn wir mutig sind... Und das sind wir mal überhaupt nicht. Könnte man hier runter und dann komplett hier rüberziehen. Das Gebiet hier, naja, Fruchtbarkeit 70%. Vielleicht können wir damit sogar was anfangen. Hier könnte man neue Gebäude hinsetzen. Hier eventuell die Farm erweitern. Aber... Fruchtbarkeit ist halt auch nicht prickelnd. Aber auf der anderen Seite ist es immer noch besser als gar nichts, ne?
Tja. Also so eine Farmerweiterung, das wäre natürlich schon verlockend. Geht es nur stückchenweise weiter. Das kann uns erstmal recht egal sein. Ach, jetzt auf einmal ein Trocknungsgewitter. Das könnte sogar hilfreich sein. Ah ja, und so viel zum Trockengewitter. Ja, jetzt haben wir so viel Fleisch. Mal wieder. Wie viel Holz haben wir? 1000. Ich meine, um das abzusperren, würde es reichen und eventuell auch noch locker für die Böden, aber ich bin dann doch eher noch ein bisschen vorsichtig. Gucken wir mal, dass wir von dem Zeug noch ein bisschen ins Lager bekommen. Es wäre doch schade drum. Eieiei. Dann halt 302. Damit das Lager nicht immer so übervoll wird. Waldarbeit geht eigentlich gerade nicht. Zumindest bei ihr nicht. Aber für dich setzen wir jetzt die Waldarbeit wieder ein bisschen hoch. Perfekt, perfekt. Genau darauf hatte ich gehofft.
Und es hat eine große Tasche. Hervorragend. Naja, ich würde mal sagen, bevor die nächste Zombie-Attacke kommt, täten wir schon ganz gut daran. Mal mit dem Abstecken des Terrains zu beginnen. Das passt so eigentlich ganz gut. In der Mitte vielleicht noch einen. In regelmäßigen Abständen, damit die Leute nicht immer zu weit laufen müssen. Hier wäre auch noch einer gut. So. Das sollte ressourcenmäßig eigentlich hinhauen. Und wo haben wir es? Böden. Also Bodenplatten können wir hier drauf bauen, Gebäude wohl aber nicht. Aber das kann uns eigentlich auch egal sein. Sofort ist das alles Heimatgebiet. Massive Expansion könnte man das nennen. Naja, massiv ist jetzt vielleicht doch das falsche Wort. Wollte ich nicht eigentlich dafür Wände verwenden? Na egal, für den Außenbereich reichen Zäune. Aber eventuell ersetze ich die Innensegmentierung durch Holzwände. Müssen wir mal schauen. Also momentan ist Holz die Ressource, von der wir mit Abstand am meisten zur Verfügung haben. Also wird es so oder so erstmal bei Holz bleiben. Und damit wir uns ein bisschen Bausubstanz, Baufläche hier irgendwo leisten können, zu sichern, müssen wir das erstmal mit Zäunen machen. Aber das sollte nicht das Problem sein. Das ist gut für die Stimmung. Wie sieht's aus? Haben wir hier noch... Okay, haben wir erstmal keine Aufgaben. Ich würde es nämlich ganz gerne sehen, wenn Bird irgendwann... Können könnte er. Was wir natürlich tun könnten, ist die erstmal stillzulegen. Vielleicht hat er dann ein bisschen mehr Motivation, sich darum zu kümmern. Ist auf jeden Fall genügend drin. Tatsache.
ich glaube, in dem Fall wäre sogar auf dem Boden legen vollkommen ausreichend. Soll ruhig jemand anders immer die ganze Strecke rumlaufen. Und dann hätten wir immerhin schon mal ein halbwegs stabiles Material. Vor allen Dingen eins, mit dem wir neue Bunkeranlagen bauen könnten, weil der auf der Seite, den würde ich gerne hier noch unterbringen. Nun gut, die Zombie-Attacke könnte bedeuten, dass unsere kleine Landmaßnahme hier sich ein bisschen verzögert, aber das müsste es noch nicht mal heißen. Weil wer weiß, wie lange diese Zombies überleben werden. Der Dschungel ist ein hartes Pflaster. Jetzt geht's da unten richtig ab. Und da wir den Wildlife-Tab haben, können wir jetzt ohne weiteres hin und wieder mal nachsehen, was für Tiere uns gerade ans Leder wollen. Okay, sie sind schon auf 50 runter. Und die Episode ist am Ende. Aber wisst ihr was? Zeitlich passt mir das gerade so gar nicht. Also machen wir einfach eine Folge mit Überlänge. Fände ich einfacher und besser. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich eventuell in Zukunft die Folgen einfach wieder etwas länger gestalte. Aber das hängt natürlich auch schwer von der Zeit ab, die mir zur Verfügung steht. Inzwischen sind die Zombies auf 37 runter und wenn die auf so eine geniale Idee kommen, das zügig dazu führen, dass das noch viel weniger wird. Reinen Sicherheitsgründen schränken wir euch jetzt erstmal auf Gebiet 1, das ich vielleicht auch irgendwann mal umbenennen könnte. Aber nicht unbedingt muss. Relative Sicherheit haben, dass keiner von euch mal eben rausrennt. Ja, zumindest haben sollten. Ja,
der hat jetzt auch sehr lange überlebt. Und die werden wahrscheinlich auch nicht sonderlich weit kommen mit ihren Bestrebungen. Und ich möchte hier so ein kleines, ja, improvisiertes Badezimmer hinsetzen. Sonst müssen die Leute immer so weit laufen, finde ich auch nicht nett. Also die Zombies machen alles auf jeden Fall interessanter. Nicht einfacher, aber interessanter. Ach, das ist ein Huhn. Also. Okay, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Aber das soll jetzt auch nicht unser Problem sein. Der Panda scheint sich ganz gut verteidigen zu können. Allerdings, diese Zombies sollten gegen einen Panda auch nicht allzu viel auszurichten haben. Weiter fleißig geforscht. Ach, du, ja, du kommst jetzt natürlich nicht an die ganzen Steine hier draußen an. Tja, diese armen Zombies scheinen nicht satt zu werden. Na, wir gehen jetzt mal die letzten verbleibenden Zombies jagen. Danke. Damit wäre das Zombie-Problem erledigt. Zumindest fürs Erste. Ganz los wird man diese Zombies, glaube ich, nicht. Aber wir nehmen halt, was wir kriegen können. Es ist gut, dass wir jetzt langsam mal dran kommen, ein paar Ziegel zu, also Steinblöcke, Ziegel, was auch immer zu bekommen.
Holz ist einfach nicht stabil genug auf Dauer. Vor allem nicht, wenn man Feinde hat, die mit Raketenwerfern irgendwann um die Ecke kommen. Ich meine, auch Stein hält dem nicht lange stand, aber wenigstens ein bisschen. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut. Einer der wenigen Events, für die ich freiwillig speichere. Und unsere Leute wieder aufs Innengebiet beschränke. Obwohl. Aha. Da ist er. Es ist vollkommen egal, aus welcher Richtung der angreifen wird. Wichtig ist, dass wir im Bunker stehen. Auch du. Ah, ahahaha. Nee, nee, stehen bleiben darfst du da. Das wird uns zwar erstmal nicht so viel nützen, weil wir das Mistvieh nicht sehen. Scheinen ihn zumindest. Uhu. Und wir hoffen mal, dass wir den platt kriegen. Ist schon ordentlich verletzt. Oh, puh. Der hätte nämlich ohne weiteres unseren Leuten den Garaus machen können. Und wir gucken, dass wir die Leiche so schnell wie möglich verbrennen, denn den alleine zu sehen, ist nicht gut für den Verstand.
Okay, wir brauchen mehr Latrinen und... Wascheimer. Ich akzeptiere den Einwand, dass die Leute sich eindeutig zu häufig über den Weg laufen. Der hat mich jetzt aber schon ganz schön erschreckt. Und genau das ist der Grund, warum ich stabilere Wände haben will. Weil von hier aus sich bis hierhin zurückziehen, hätte nicht geklappt. In der Zeit hätte der locker drei unserer Kolonisten den Fetzen gerissen. Eieiei. Ich meine, früher oder später können wir diesen Bunker hier abreißen, weil dann hat er seinen provisorischen Zweck im Endeffekt ja erfüllt. Aha, natürlich. Der findet auch kein besseres Ziel momentan als uns. Wobei ich die arge Befürchtung habe. Wo treibst du dich gerade rum? Der findet tatsächlich nichts Besseres. Rein sicherheitshalber lassen wir es jetzt noch nicht so schnell weiterlaufen, aber eigentlich sollte das das einzige Tigerjunge gewesen sein, das die Absicht hatte, uns zu fressen. Noch ein Grund, warum wir zügigst dafür sorgen sollten. Zaun bald steht.
Und natürlich hat jetzt keiner mehr Zeit, sich um den Bergbau wieder zu kümmern. Aber jetzt im Moment ist das auch eher so ein kleines Nebenprojekt. Wir haben immer noch das Überleben als Hauptziel. Also. Forschung läuft auch. Langsam, aber sie läuft. Immerhin, er hat sich schon auf 5 hochgearbeitet. So, ohne jegliches Interesse ist das schon eine beachtliche Leistung. Was ich jetzt machen werde... richten hier quasi eine improvisierte Lagerzone ein. Nicht kritisch, aber immerhin wichtig. Erlaube verrottendes Holz. Mal sehen, das hier müsste... ja, das ist auch wichtig. Dann können wir relativ sicher sein, dass das Holz nicht irgendwo anders hin transportiert wird. Sondern verhältnismäßig nahe hier liegen bleibt, sodass wir damit weiterbauen können. Und auch wenn ich keine Lust dazu habe, früher oder später werde ich die Episode beenden müssen. Ich habe den Timer nochmal mitlaufen lassen. Wir sind jetzt bald bei einer Dreiviertelstunde. Die Folge wird sowas von groß werden. Ich höre besser auf, bevor ich sie nicht mehr hochladen kann. Na gut, danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!